Hallo miteinander. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns einig sind, wenn ich die Weltverhältnisse kurz und bündig definiere und sage, wenn der ganze Laden als Firma deklariert würde, dann könnte man sagen, das ist die Spitz-auf-Knopf-Kompanie. Die Zeit drängt. Wir leben wirklich in einer Phase, die man nur noch nennen kann, die Spitz-auf-Knopf-Kompanie. Und wenn wir das nicht erkennen, dass wir wirklich spitz auf Knopf in ein Desaster hineinrennen, dann könnte die ganze Geschichte wirklich sehr kräftig gegen die Wand fahren. Was steht gerade um uns herum auf der Matte? Die systematische Aufkochung konstruierter Konflikte bis in beabsichtigte und gewünschte Kriegsereignisse in Europa. Und egal, wer sie vorbereitet und egal, wer sie in welchem Signum durchführen möchte, es liegt an der Bevölkerung, an allen, dem Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Warum? Weil selbst wenn dieser Konflikt, wenn dieser Krieg als konventioneller Krieg geplant sein sollte, dann wird er nicht im konventionellen Bereich bleiben. Er wird in Europa und dafür werden die vielen Kernkraftwerke in Europa bürgen. Er wird nicht konventionell bleiben, sondern sich in einen atomaren Krieg erweitern. Und zwar zwangsläufig. Ganz einfach aus der inneren Struktur der vielen Kernkraftwerke in Europa. Und das liest man nirgendwo, davon hört man nichts. Das geht in den allgemeinen Analysen von für und wider. Und wer ist der Böse und wer ist der Gute? Und gegen wen ziehen wir unter welchen Fahnen demnächst zu Felde? Und welche Gründe haben wir und wo ist annektiert worden? Und wo ist vielleicht assoziiert worden? Und welche Staatsrechtsprofessoren sagen dazu was? Das wird alles im absoluten Klein-Klein-Klein Sumpf versinken, wenn es dazu kommt, dass ein neuer Krieg in Europa, wie es so verschleiernd heißt, ausbricht. Kriege brechen nicht aus, Kriege werden herbei Ereignis und sie werden von einigen Menschen und Menschenkreisen gezielt betrieben und herbeigeführt. Und es wird an den Zivilbevölkerungen Europas liegen, das zu vereiteln. Sonst gibt es keine Chance. Und es wird ein Atomkrieg werden, selbst wenn er als konventioneller Krieg in der strategischen Pipeline liegen sollte. Also, wie krank, wie verrückt muss man sein? Wie weit muss eine wirklichkeitsgemäße Analyse ausgeblendet sein, wenn das als ernsthaft gedachte Option auf manchem Planungstisch liegt? Und das liegt auf manchem Planungstisch und wird auch von manchem Planungstisch von Tag zu Tag zunehmend der Wirklichkeit entgegengeschoben. Woraufhin bewegen wir uns dazu? Radioaktivität, egal aus Bomben, in bewaffneten Konflikten oder havarierten Kernkraftwerken oder als Uranmunition, verharmlosend, panzerbrechende Munition genannt, kennt bei späterer Irrtumseinsicht keine aufhaltende Wirkung. Bitte, ganz dick möge sich jeder aufs Gehirn nageln. Radioaktivität kennt bei späterer Irrtumseinsicht in die eigenen Handlungen keine aufhaltende Wirkung. Und das ist prinzipiell das absolut Neue. Das gab es noch nie. Für Generationen wird keine aufhaltende Maßnahme möglich sein. Unausweichliche Verseuchung großflächigster Lebensgebiete. Und das ist das absolut andere. Das ist das weitflächig Ausgeblendete. Darüber lesen Sie nichts, da schreibt niemand, da gibt es keine Schlagzeilen zu. Das ist die große Unterschlagung. Und diese Unterschlagung muss aufgedeckt werden und muss ins Bewusstsein der Menschen und der Zivilgesellschaften kommen. Denn so sehr wir vergangene Zerstörungen in Kriegen kennen, und der letzte Weltkrieg war fürchterlich genug, aber selbst nach diesem furchtbaren Krieg, nach diesen unendlichen Zerstörungen, in den Städte weise und Straßenzüge weise,
kein Stein mehr auf dem anderen stand. Selbst dort hatten die Menschen noch eine Chance, sofern sie gesund waren, noch relativ unbeschadet wieder anfangen zu können. Sie konnten die Trümmer ihrer Häuser benutzen, sie konnten die Steine benutzen, sie konnten die Materialien wieder einsetzen. Es war möglich. Und das wird nach einem neuen Krieg nicht mehr möglich sein. Dann werden die Steine verseucht sein. Dann werden die Städte verseucht sein, dann werden die Menschen verseucht sein. Und dann wird es diese Variante des Neuanfangs nicht geben. Das möge sich bitte jeder vor Augen führen, weil das könnte vielleicht die letzte Chance sein, dem Wahnsinn zu entgehen.